Guten Morgen, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem ersten Vortrag mit dem Titel Verführung in der Endzeit. Wir sehen hier auf dem Bild den Ölberg in Ostjerusalem, gesehen vom Tempelberg aus. Dieses Thema Verführung in der Endzeit wollen wir anschauen aus der Perspektive der Ölbergrede Jesu. Und zwar finden wir drei Berichte im Neuen Testament darüber, in Matthäus 24, Markus 13 und Lukas 21. Alle diese Berichte ergänzen sich gegenseitig. Nun, der Hintergrund dieser Rede, die Vorgeschichte. Es war Dienstag vor Karfreitag. Den ganzen Tag über hatte der Herr Jesus harte Auseinandersetzungen mit verschiedenen Gruppen des Judentums, die ihm feindlich gegenüberstanden. Allein im Matthäusevangelium wird dieser Dienstag beschrieben, diese Auseinandersetzungen beschrieben, Matthäus 21, 23 bis zum Schluss von Kapitel 23. Aber dann kommt die Ölbergrede dazu, Kapitel 24 und 25. Alles dieser Dienstag. Merkt man, welch ein großer Teil des Matthäusevangeliums sich mit Dienstag vor Karfreitag beschäftigt. Und dann kommen noch die Parallelenstellen in den anderen Evangelien dazu. Am Ende dieses Tages, an dem deutlich wurde, dass der Herr Jesus von der Masse der Führer in seinem eigenen Volk abgelehnt wurde als Messias, ging der Herr Jesus auf den Ausgang des Tempels zu und kündigte an, dass die Zerstörung des Tempels in Jerusalem bald stattfinden würde. Das wird in allen drei Evangelien berichtet, diese Zerstörungsankündigung, Matthäus 24, 1 bis 2, Markus 13, 1 bis 2 und Lukas 21, 5 bis 6. Und dann ging der Herr hinüber durch das Kidron-Tal auf den Ölberg, der ja etwas höher liegt als der Tempelberg. Vom Ölberg aus hatte man den schönsten Blick auf den Tempelplatz in Jerusalem. Die Jünger waren unter Schock. Der Tempel war damals das herrlichste Gebäude der Welt. Und so viele Jahrzehnte wurde daran gearbeitet. Die Jünger stellen vier Fragen. Und zwar, erstens, wann wird die Zerstörung des Tempels stattfinden? Diese Frage wird berichtet in allen drei parallelen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas. Und dann zweitens, was wird das Zeichen der Zerstörung des Tempels sein? Diese Frage findet sich nur in Lukas, Lukas 21, 7. Das ist sehr wichtig, denn wir werden sehen, die Antwort findet sich auch nur in Lukas. Das ist sehr wichtig. Viele sind über die Ölbergrede gestolpert, weil sie diese Details nicht beachtet haben. Drittens, was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Und schließlich viertens, was ist das Zeichen der Endzeit? Vielleicht fällt auf, das sind eigentlich zwei und zwei Fragen. Zwei haben nämlich zu tun mit der Zerstörung des Tempels und zwei Fragen haben mit der Endzeit zu tun. Wann wird die Zerstörung des Tempels stattfinden? Was wird das Zeichen der unmittelbar bevorstehenden Zerstörung sein? Was ist das Zeichen der Wiederkunft Jesu? Und überhaupt, was ist das Zeichen der Endzeit? Wir können also sagen, zwei Fragen hängen zusammen mit der Anfangszeit und zwei Fragen mit der Endzeit. Warum sage ich Anfangszeit? Ja, mit dem Kommen von Jesus Christus in dieser Welt wurde ja die lange Zeit des Alten Testaments und des Wartens auf den Messias abgeschlossen. Er kam insofern in der Endzeit,
als er eben in der Endzeit des Alten Testaments gekommen ist. Darum sagt Hebräer 1, dass Gott früher durch die Propheten gesprochen hat, aber jetzt am Ende dieser Tage durch seinen Sohn. Das bedeutet nicht, dass die Endzeit schon begonnen hätte zur Zeit Jesu, aber die Endzeit des Alten Testaments, dass am Ende dieser Tage, in denen Gott durch die Propheten zu Israel gesprochen hatte, das war gekommen. Und damit ein Neuanfang. Und darum beginnt ja der erste Johannesbrief, in dem er beschreibt das Kommen von Jesus Christus, der das ewige Leben ist in dieser Welt, was von Anfang war. Was wir gesehen und gehört haben. Dieser Anfang hängt eben zusammen mit der Erfüllung der alttestamentlichen Verheißung, dass der Messias kommen sollte, und zwar zuerst als der leidende Messias, der für unsere Sünden sterben würde. Und erst viel, viel später sollte er ein zweites Mal kommen als der herrschende Messias, um als König Gerechtigkeit in diese Welt hineinzubringen. Zwischen diesen zwei Erscheinungen sollte eine lange Zeitepoche liegen. Nun, als Folge der Verwerfung des leidenden Messias hatte schon das Alte Testament angekündigt, dass der Tempel untergehen würde. Und nun, genau davon spricht der Herr Jesus, dass jetzt diese Zeit der Tempelzerstörung vor der Tür stehe. Und die Jünger fragen diesbezüglich, wann wird das sein? Und zweitens, was ist das Zeichen? Aber sie fragen auch, was ist das Zeichen der Endzeit? Und Endzeit meint nicht, jetzt hier nicht das Ende des Alten Testaments, sondern das Ende dieser langen Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Messias. Also Endzeit bedeutet auch nicht Weltuntergang. Das ist auch ein schweres Missverständnis. Sondern das Ende dieser langen Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen. Und da fragen sie, was ist das Zeichen der Endzeit und das Zeichen deiner Wiederkunft? Das hängt sehr zusammen, aber ist nicht ganz das Gleiche. Also, können wir in Verbindung mit dem ersten Kommen Jesu in diese Welt von der Anfangszeit sprechen, in der dann auch der Tempel untergehen sollte, und von der Endzeit, in der Jesus Christus schließlich wiederkommen würde. Nun, der Jesus antwortet in dieser Rede auf alle vier Fragen. Also, gewisse Teile der Endzeitrede auf dem Ölberg beschäftigen sich mit der Anfangszeit und andere, und zwar der größere Teil, mit der Endzeit. Aber nun ist es so, dass natürlich die Endzeit besser verstanden wird, wenn wir auch bereits verstanden haben, was der Herr Jesus über die Anfangszeit gesagt hatte und wie sich das erfüllt hatte. Nicht wahr? Wir werden sehen, in Verbindung mit der Anfangszeit und der schon erfüllten Prophetie damals, war seine Rede eine symbolische Rede. Also, dass man alles ein bisschen umdeuten muss und es nicht genau das bedeutet, was er sagt. Ja? Nun, ich nehme es schon mal vorweg. Es wird deutlich werden, dass es wörtlich gemeint war. Es hat sich alles wörtlich erfüllt. Und das hilft uns natürlich auch zu verstehen, dass die Aussagen über die Endzeit auch ganz wörtlich zu verstehen sind. Und noch etwas Wichtiges. Wir werden sehen, in Verbindung mit der Anfangszeit, die Rede ist kurz, knapp. Kein Wort ist zu viel. Und jedes Wort hat Gewicht. Nicht wahr? Unsere Worte, so im Alltag, die darf man nicht aufs Gold, auf die Goldwaage stellen. Aber die Worte des Herrn Jesus, ja. Jedes Wort hat sein Gewicht, wie wir sehen werden. Nun, der Jesus beginnt diese Rede mit einer Warnung vor
Verführung und beschreibt eigentlich die ganze Zeit vom Anfang bis zum Ende als eine Zeit der Verführung, wo viele falsche Messias kommen würden. Man bedenke, die Jünger, die er ansprach, waren alle jüdisch. Und er warnt sie vor falschen Messiasen. Matthäus 24, Vers 4. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Passt auf, dass euch niemand verführe. Also interessant, bevor der Herr überhaupt etwas erklärt, warnt er vor Verführung. Und das ist ja heute Morgen unser Thema. Aber ganz grundsätzlich warnt er davor und er sagt in Vers 5, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Christus ist das griechische Wort für hebräisch Messias. Also viele werden kommen und sagen, sie seien der Messias und eben nicht Jesus von Nazareth. Und sie werden viele verführen. Der nächste Satz. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsnachrichten hören. Ich habe das Wort aber etwas in den Vordergrund gerückt. Auf Griechisch ist es noch kleiner als das deutsche Wort aber. De. Das ist ein ganz kleines Wort, aber diese sogenannten Strukturwörter sind ganz wichtig, um Texte korrekt zu verstehen. In modernen Übersetzungen wäre das ziemlich üblich, dass sowas einfach weggelassen wird. Ja? Aber diese Strukturwörter, die sind nicht einfach da, um ignoriert zu werden. De setzt nämlich diesen Satz ab von dem, was vorher gesagt worden ist. Ganz leicht, leichte Zäsur. Und wir werden sehen, ab Vers 6 in Matthäus 24 beginnt die Endzeitrede. Aber das zuvor ist noch nicht Endzeit, die vielen Messiasse, sondern das beschreibt eigentlich grundsätzlich das ganze Problem vom Anfang bis zum Ende. Nun, vor 2000 Jahren kam Jesus Christus und er hat über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament auf den leidenden Messias hin erfüllt. Aber er ging weg, verworfen von der Masse seines Volkes. Und dann kamen falsche Messiasse im Judentum. Bis heute. Hier eine Liste mit über 50 falschen Messiasen. Ich werde Ihnen nicht alles vorlesen, aber auf dem Livestream können Sie dann die Folie nochmals anschauen, stoppen und diese Namen durchlesen. Das beginnt mit dem falschen Messias Theudas im Jahr 44 nach Christus. Also nur ein paar Jahre nach dem Kommen des Herrn Jesus, der ja im Jahr 32 gekreuzigt worden ist. Dann kam der Messias aus Ägypten zwischen 52 und 58. Der namenlose Prophet im Jahr 59, Menachem, der Galiläer um 66, Jonathan, der Weber, nach dem Jahr 70, Lukuas um 115 und sehr bekannt, Bar Kochba, 100 bis 135 nach Christus. Und er hat eigentlich weitgehend das gesamte Judentum damals verführt. Bar Kochba heißt Sternensohn. Und er hat sich ausgegeben als der Messias nach der Prophetie von Bileam. Ein Stern geht hervor aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Es war eine Katastrophe. Er hat das Judentum verführt zu einem zweiten Aufstand gegen die Römer, bei dem mehr als 1 Million Juden schließlich umgekommen sind. Und dann war klar, dass es ein falscher Messias war. Aber so ging das weiter später mit dem Messias Mose von Kreta, der Messias von Syrien und so weiter, durch alle Jahrhunderte hindurch bis in unsere Zeit. Ich habe am Schluss noch hinzugefügt, Rabbi Menachem Mendel Schneerson aus New York, der 1994 gestorben ist, als alter Mann. Und das war natürlich eine Enttäuschung einerseits. Aber heute sagen die Anhänger etwa 300.000 an der Zahl. Er wird wieder auferstehen. Und es steht ja schließlich in Jesaja 53, dass der Messias sterben sollte. Ja, sterben, aber ein gewaltsamer Tod sollte er leiden. Nicht ein alter Mann, der einfach stirbt. Ja? Und
heute noch in Israel, wenn man auf der Autobahn fährt zum Beispiel, immer wieder sieht man diese Bilder mit diesem Verführer, mit Schnerson. Und da steht, Bracha, Vehatzlacha, Mashiach, Segen und Gelingen, der Messias. Und sie warten immer noch, bis er aufersteht. Ja, und so hat sich das wortwörtlich erfüllt. Nun schauen wir uns zuerst die Anfangszeit genauer an. Und da ist es wichtig, in Lukas 21 zu lesen. Der Herr Jesus beschreibt zuerst ein paar Endzeitzeichen. Und dann in Vers 12 sagt er, vor diesem allem aber. Und das sollte man sich in der Bibel ganz besonders anmerken, dieses Wort vor. Weil dieses Wort uns aus der Endzeit wieder zurückführt in die Anfangszeit. Und was hier in den weiteren Versen folgt, ist nichts anderes als die Beantwortung der Fragen 1 und 2. Also auch da wieder so kleine Wörter, vor, können ganz, ganz entscheidend sein. Vor diesem allem aber werden sie ihre Hände an euch legen und euch verfolgen, indem sie euch an die Synagogen und Gefängnisse überliefern, um euch vor König und Statthalter zu führen, um meines Namens willen. Es wird euch aber zu einem Zeugnis ausschlagen. Synagogen? Das weist hin auf eine jüdische Verfolgung der Gläubigen. Das ist nicht die Verfolgung, sagen wir, durch die Sowjetunion in den vergangenen Jahrzehnten, nicht wahr? Sondern eine jüdische Verfolgung. Und in Markus 13,9 sagt der Herr Jesus noch, sie werden euch vor die Synedrien bringen. Das sind die örtlichen Gerichtshöfe der Juden, damals im ersten Jahrhundert noch, und der oberste Gerichtshof, das Synedrium oder das Sanhedrin. Nun, wenn man die Apostelgeschichte liest, nach dem Tod und der Auferstehung des Herrn Jesus im Jahr 32, kommt im selben Jahr Pfingsten. Und was lesen wir da? Wir lesen in diesen folgenden Kapiteln, Apostelgeschichte 2, 3, 4, 5, von der Verhaftung der Apostel Jesu Christi und der Verfolgung der Christen durch das Judentum. Und es kommt schließlich im Jahr 33 zur Ermordung des Stephanus und zu einer ganz allgemeinen Verfolgung der Gemeinde. Also man lese dann weiter bis Kapitel 7, bis Kapitel 8 sogar. Nun, das hat sich also erfüllt. Sie werden euch an die Synagogen, Synedrien überliefern und ins Gefängnis tun. Aber weiter sagt der Herr, um euch vor Könige und Landpfleger zu führen. Landpfleger, Prokuratoren hatten die Römer eingesetzt über Judäa. Und hier ist allerdings zu beachten, es ist in der Mehrzahl. Nicht vor einen Landpfleger oder vor den Landpfleger, sondern vor Landpfleger. Nun, wenn man die Apostelgeschichte weiterliest, man muss ziemlich lange lesen, bis Kapitel 23, da sind wir aber schon im Jahr 58, da steht Paulus vor dem Landpfleger Felix und muss sich da verantworten. Ja, da haben wir schon einen Landpfleger, aber der Herr Jesus sagt Landpfleger. Nun, ich deute das schon mal an. Hier ist der Herr Jesus daran, zu beantworten, wann wird die Tempelzerstörung stattfinden. Und das bedeutet, all diese Ereignisse, die müssen zuerst geschehen. Und erst danach kann der Tempel zerstört werden. Also im Jahr 58 war klar, das fehlt noch was. Landpfleger, das ist noch nicht erfüllt. Muss man also noch ein bisschen Geduld haben. Also noch ein bisschen warten. Ja, und dann im Jahr 59, Felix wird abgelöst von Porcius Festus. Paulus muss sich vor ihm verantworten. Man lese Apostelgeschichte 25 und 26. Jetzt haben wir schon Landpfleger. Ja, Mehrzahl ist zwei oder mehr, aber mindestens zwei.
Aber es heißt ja schließlich hier, um euch vor Könige, auch nicht in der Einzahl, sondern Mehrzahl, Könige zu führen. Und wann finden wir einen Nachfolger des Messias Jesus vor einem König? Nun, im Jahr 60, Apostelgeschichte 26, da muss sich Paulus vor König Agrippa verantworten. Jetzt haben wir schon mal die Einzahl erreicht. Aber Paulus beruft sich auf den Kaiser und darum muss er nach Rom gehen. Jetzt ist das. Hört man mich noch? Ja, die Batterie ist sehr weit unten. Kann man die vom Hotel bestellen, dass die eine gute Batterie reinmachen? Also, Paulus beruft sich auf den Oberkönig des Römischen Reiches, der über allen Unterkönigen stand. Und darum reist er dann in der Apostelgeschichte nach Rom, um schließlich vor Kaiser Nero gestellt zu werden. Und damit wäre auch der Plural Könige erfüllt, als er nämlich im Jahr 32 tatsächlich sich vor dem Kaiser verantworten musste. Nun, im Jahr 70 kam schließlich die Zerstörung Jerusalems. Aber ich erzähle ganz kurz, wie das gekommen ist. Und zwar im Jahr 66, also nur 4 Jahre nachdem Paulus vor Nero gestanden hatte, da gab es einen spontanen Volksaufstand der Juden in Galiläa gegen die Römer. Und zwar, weil der letzte Prokurator, Gessius Florus, den Tempelschatz in Jerusalem plündern wollte. Das brachte das Fass zum Überfließen. Es kam zu einem Aufstand und das jüdische Volk hatte enorme militärische Folge am Anfang gegen die Römer. Die Römer waren gezwungen, immer mehr Legionen nach Israel zu verschieben. Bis schließlich ein Drittel aller Legionen von England, ja, bis in den Nahen Osten, verschoben waren nach Israel. Und dann gelang es ihnen mehr und mehr, diesen Aufstand in Galiläa niederzuschlagen. Die Armee ging weiter, eroberte dann auch Judäa, den südlichen Teil Israels, und Transjordanien. Denn das jüdische Volk lebte auch in dem heutigen Jordanien, war auch dort zu Hause. Alles wurde erobert und dann im Jahr 68 ging die römische Armee entlang des Toten Meeres, kam nach Qumran, die Siedlung wurde zerstört, verbrannt. Die Brandspuren haben wir gefunden aus dem Jahr 68. Und dann, übrigens, damals wurden die Schriftrollen in der Siedlung in die Höhlen gebracht. Als man gesehen hatte, jetzt kommen die Römer, um sie vor den Römern noch zu retten. Dann ging die römische Armee nach der Zerstörung Qumrans hinauf nach Jerusalem. Und dann bauten sie ihre Armeelager rund um die Stadt auf. Das war das Jahr 68. Und das wird jetzt ganz entscheidend. Aber bevor ich da weiterfahre, muss ich Folgendes erklären. Ja, jetzt kommen wir wieder besser, oder? Ja, ganz leicht lauter. Also, es war so,
Jesus Christus kam ein erstes Mal. Und das jüdische Volk wurde dann ab dem Jahr 70 aus dem Land herausgerissen und unter alle Völker zerstreut. Nun, das wird jetzt hier beschrieben, und zwar in Lukas 21. Da wird nun das Zeichen erwähnt, um das die Jünger gebeten hatten. Ich zitiere Lukas 21, Vers 20. Wenn ihr aber Jerusalem von Armeelagern umzingelt seht, alsdann erkennt, dass ihre Verwüstung nahegekommen ist, dass alsdann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen, und die in Jerusalems Mitte sind, daraus entweichen, und die auf dem Lande sind, nicht in sie hineingehen. Ich habe gesagt, im Jahr 68 stellten die Römer ihre Armeelager auf. Und das war genau das Zeichen der bevorstehenden Zerstörung. Wenn ihr Jerusalem von Armeelagern umzingelt seht, so erkennet, dass ihre Verwüstung nahegekommen ist. Und darum wussten die messianischen Juden, also die Juden, die glaubten, dass Jesus der Messias ist, jetzt kommt die Zerstörung des Tempels und jetzt müssen wir fliehen. Und da sind alle messiasgläubigen Juden aufgrund von Lukas 21 geflohen auf die Berge, wie es hier heißt. Und zwar sind die hauptsächlich im heutigen Westjordanland, sogenannten besetzten Gebiet. Und von da aus sind sie dann über den Jordan nach Pella gegangen. Und König Agrippa, der damals die Rede von Paulus gehört hatte in Apostelgeschichte 26, leider kein Christ geworden war, er sagte nur so spöttisch, in kurzem überredest du mich, ein Christ zu werden. Aber er hatte verstanden, Christen sind gar nicht staatsgefährdend. Die sind nicht gefährlich für das Römische Reich. Und darum sagte er Porcius Festus, dieser Mann hätte freigelassen werden können. Er hat nichts Todeswürdiges getan, aber er hat sich auf den Kaiser berufen. Zum Kaiser soll er gehen. Und so hatte Agrippa der Zweite verstanden, Christen sind nicht gefährlich. Und das hat den jüdischen Christen das Leben gerettet. Eben, geflohen auf die Berge, rüber nach Pella, und dort hat König Agrippa sie alle als friedliebende Bürger aufgenommen. Und keiner ging im Jahr 70 zum Passafest nach Jerusalem. Das war nämlich so. Im Jahr 68, als die Armeelager aufgestellt waren, geschah etwas Unerwartetes. Kaiser Nero beging Selbstmord. Er hatte ein oder zwei Jahre vorher Paulus, also zum zweiten Mal wieder gefangen war in Rom. Bei der ersten Verantwortung, damals im Jahr 62, wurde er freigelassen, ist wieder herumgereist und übrigens bis nach Spanien gekommen. Aber er wurde dann wieder verhaftet, kam in die Todeszelle. Aus dieser Todeszelle hat er noch den zweiten Timotheusbrief geschrieben, als Abschiedsbrief und Testament. Und dann wurde er von Nero geköpft. Weil er römischer Bürger war, durfte er nicht gekreuzigt werden. Und in der gleichen Zeit wurde Petrus, der aus seiner Todeszelle den zweiten Petrusbrief als Testament geschrieben hatte, gekreuzigt. Weil er kein römischer Bürger war, durfte man ihn kreuzigen. Und nun, ein oder zwei Jahre später, begeht Kaiser Nero Selbstmord. Das war Gottes Gericht über den Mord an diesen Aposteln. Und dann entstand Chaos. Wer wird Nachfolger von Kaiser Nero? Vespasian, der damalige General der römischen Legionen in Israel, der noch die Armeelager um Jerusalem aufrichten ließ, wollte Kaiser werden. Er stoppte den Krieg und ging nach Rom und wurde tatsächlich Kaiser. Aber das erklärt jetzt, warum die Christen ohne Problem fliehen konnten. Man hätte sich fragen können, ja, aber wie geht das? Im Krieg sollen die da auf die Berge fliehen? Wie kommen die durch die Checkpoints durch? Kein Problem. Der Krieg war dann gestoppt. Nicht wahr? Wenn Jesus Christus etwas sagt,
dann funktioniert es. Da muss man keine Sorgen haben. Und die konnten alle frei durch die Checkpoints hindurch nach Pella und sich so retten. Aber im Frühjahr 70 kommt Vespasians Sohn Titus, der neue General, um den Krieg zu Ende zu führen. Und er sah, oh, jetzt ist Passazeit. Alle Juden aus dem ganzen Land werden nach Jerusalem gehen, um die Passalämmer im Tempel zu schlachten. Ich warte, sagte er sich, bis sie alle in Jerusalem sind. Und dann schließe ich den Ring um die Stadt. Und so ist es geschehen. Die Stadt war zum Bersten voll. Nach Josephus Flavius 2,7 Millionen. Und dann wurde der Belagerungsring definitiv geschlossen. In 140 Tagen wurde Jerusalem und auch der Tempel dem Erdboden gleichgemacht. Und der Jesus sagt in Lukas 21, Vers 22, denn dies sind Tage der Rache, damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe aber den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen. Denn große Not wird in dem Lande sein und Zorn über dieses Volk. Wenn man schwanger ist oder Kinder säugt, ist es sehr schwierig, diese Flucht zu unternehmen. Eine große Not wird in dem Lande sein und Zorn über dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Jedes Wort hat sich erfüllt. Mehr als 1 Million kam um bei dem Krieg um Jerusalem. Und 97.000 wurden in die Kriegsgefangenschaft abgeführt. Und ab diesem Zeitpunkt, in einem Prozess von Jahrhunderten, wurde das jüdische Volk aus dem eigenen Land herausgerissen und unter alle 5 Kontinente zerstreut. Von Chile, Brasilien, Argentinien bis nach China, Japan, Thailand, Indonesien und von Kanada, USA bis nach Australien, Neuseeland, von Schweden bis nach Südafrika. Und in den folgenden 2000 Jahren wurde Jerusalem ständig von nicht-jüdischen Nationen immer wieder bekriegt und verwüstet. Jedes Wort hat sich so erfüllt. Nun, der Jesus spricht von dieser Wegführung des jüdischen Volkes unter alle Völker und sagt, Jerusalem wird zertreten werden, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Und dieses Wort bis müssten Sie in Ihrer Bibel ganz besonders anstreichen. Denn dieses Wort bis führt uns wieder in die Endzeit. Nicht wahr? Verse 12 bis zu diesem bis sind ein Einschub, der die Anfangszeit beschreibt. Und das bis führt uns dann wieder in die Endzeit. Und was ist die Endzeit? Nun, die Propheten im Alten Testament haben gesagt, in der Endzeit, bevor der Messias als König der Welt kommt, wird das jüdische Volk wieder gesammelt werden aus allen Völkern ins Land der Vorfahren. Zum Beispiel Hesekiel 38, 8. Gott spricht richtet sich an einen Feind im äußersten Norden von Israel und sagt, am Ende der Jahre, das ist ein anderer Ausdruck für Endzeit, in der Endzeit, sollst du in das Land kommen. Also dieser Feind aus dem äußersten Norden, ich kann es vorwegnehmen, das ist Russland, wird einmal das Land Israel angreifen. Du sollst in das Land kommen, das vom Schwert wiederhergestellt sein wird, zu einem Volk, das aus vielen Völkern gesammelt sein wird, auf die Berge Israels, welche beständig verödet da lagen. Ja, es wird herausgeführt sein aus den Völkern. Hier sieht man, in der Bibel ist die Endzeit die Zeit, wenn das jüdische Volk aus allen Völkern der Welt wieder heimkehrt ins Land der Väter. Also dieses Bis, das uns bis in die Endzeit führt, führt uns in diese Zeit, in der das jüdische Volk wieder ins Land zurückkehrt. Und das ist natürlich für uns sehr interessant, denn es ist ja so, dass seit 1882 Juden begonnen haben, wieder ins Land der Vorfahren in Massen zu immigrieren. Die erste Immigrationswelle fand statt 1882, 83, 84 und so weiter. Dann kam ein Jahr später die zweite Welle, dann die dritte, die vierte und so weiter bis heute. 3 Millionen
sind aus allen 5 Kontinenten, aus etwa 130 verschiedenen Ländern heimgekehrt und haben den Staat Israel wieder gegründet. Das ist nach den Aussagen des Alten Testaments Endzeit. Nun müsste sich das treffen mit den Zeichen der Ölbergrede. Also diese Zeit, die Endzeit, die wollen wir jetzt ins Auge fassen und wir müssen bedenken, genauso wie die Prophezeiungen über die Anfangszeit ganz wörtlich zu nehmen waren. Und man muss achten, Einzahl oder Mehrzahl, ja, solche Feinheiten. So müssen wir auch an diese Endzeitrede herangehen. Diese Rückkehr der Juden wird auch beschrieben in Hesekiel 36, 24. Gott sagt, und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln, aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Das ist ein Prozess nun von über 130 Jahren. Man könnte sagen, die Endzeit der Bibel ist bereits eine Periode von 136 Jahren. Und es ist ja so, diese Endzeit war ständig gekennzeichnet von der Rückkehr der Juden aus aller Welt bis heute. 3 Millionen, habe ich gesagt, die haben auch Kinder bekommen und darum gibt es heute jetzt über 6 Millionen Juden in Israel. Und Sie sehen, schließlich muss Jesus Christus wiederkommen als der herrschende Messias. Diese grünen Striche, die symbolisieren Prophezeiungen aus der Bibel über Endzeit. In der Ölbergrede, aber auch sonst in der ganzen Bibel, Altes und Neues Testament. Ich habe einmal versucht, eine Liste aufzuschreiben mit allen schon erfüllten Prophezeiungen über Endzeit. Und das hat dann schließlich dieses Buch gegeben, das man auch am Büchertisch ansehen kann. Leben wir wirklich in der Endzeit? 180 erfüllte Prophezeiungen. Also, ich habe nur ein paar grüne Striche gemacht, aber man sollte 180 machen. Bis jetzt. Das geht aber weiter. Und dann wird Jesus Christus wiederkommen. Nun, die Anfangszeit von der Geburt des Messias bis zum definitiven Untergang des Staates Israel, das ist nämlich geschehen in der Niederschlagung des Aufstandes unter dem falschen Messias Bar Kochba. 135 nach Christus gab es keinen Staat Israel mehr. Das war eine abgesetzte Periode, nicht wahr? Und dann kam die Periode, das jüdische Volk zerstreut unter allen Völkern, keine Heimat mehr. Diese Anfangszeit war 135 Jahre lang, ist als Periode klar absetzbar. Die Endzeit dauert jetzt schon mehr als 135 Jahre, ist aber auch eine Periode, die klar von den vergangenen 2000 Jahren abgesetzt ist. Nun, die Jünger baten um 2 Zeichen. Was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Was ist das Zeichen der Endzeit? Aber der Herr gibt in dieser Reihe, in dieser Rede eine Serie von mehr als 20 Zeichen. So ist der Herr. Er gibt nicht nur einfach gerade das, was wir fragen, sondern er gibt in Fülle. Mehr als 20 Zeichen. Aber ganz wichtig, diese Zeichen sind so zu verstehen, es sind Geburtswehen. Matthäus 24, 8, nachdem der Herr Jesus bereits ein paar Zeichen erwähnt hatte, sagt er, alles dieses aber ist der Anfang der Geburtswehen. Nun, Geburtswehen, die kommen ja nicht einmal und dann ist das Kind in der Welt, sondern die beginnen an einem bestimmten Zeitpunkt und die werden intensiver und mit der Zeit auch regelmäßiger. Die können dann wieder etwas zurückgehen und dann können sie wieder kommen, bis schließlich dann die Presswehen und das ist dann wirklich das Ende. Und dann die große Freude. Ein Mensch kommt in die Welt. Nun, das bedeutet, dass auch hier die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen von Jesus Christus wird hier verglichen mit der Zeit der Schwangerschaft. Die dauert ja etwa 9 Monate. Aber so ganz genau kann man das auch nicht sagen.
Darum ist es wichtig, in der Endzeit der Schwangerschaft auf die Zeichen der Zeit zu achten. Und das sind die Wehen. Und die muss man richtig deuten. Und wenn die kommen, dann weiß man, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Jetzt muss man bereit sein für die Geburt. In Epheser 1, Vers 19 wird unsere Zeit genannt, das gegenwärtige Zeitalter. Und wenn Jesus Christus dann wieder kommt, dann spricht Epheser 1, Vers 19 von dem kommenden Zeitalter. Also, das gegenwärtige Zeitalter wird verglichen mit einer Schwangerschaft und am Ende davon, in der Endzeit, da kommen die Wehen. Und das entspricht in der Ölbergrede diesen mehr als 20 Zeichen. Nicht wahr? Und jetzt verstehen wir auch, das sind also Prophezeiungen, die sich nicht an einem Punkt einmal erfüllen, sondern das sind Prophezeiungen von Dingen, die wiederholt kommen werden, aber tendenziell stärker. Ja? Und zwar spricht der Herr Jesus in seiner Rede von 5 Zeichen und die nennt er der Anfang der Wehen. Das sind noch nicht die Presswehen. Das ist der Anfang der Wehen. Erstens Massenkriege, zweitens Revolutionen, drittens Hungersnöte, viertens Seuchen, fünftens Erdbeben. Und danach Christenverfolgung und Massenabfall. Und auch da muss man die Strukturwörter genau beachten, wenn der Jesus sagt, dann oder danach. Es ist wichtig, dass man sieht, zuerst diese 5 Zeichen und dann die Christenverfolgung, diese massive, und der Massenabfall. Aber eben das nennt der Herr Jesus der Anfang der Geburtswehen. Jetzt schauen wir uns diese 5 Zeichen an und was danach folgt. Und ich nehme es gleich vorweg. Diese 5 Zeichen haben sich erfüllt genau in dem Zeitfenster von 40 Jahren, von 1882, in dem die erste Immigration der Juden begann, bis 1922, als die Sowjetunion gegründet wurde mit dem Programm die Vernichtung des Christentums in ihrem Reich. Nun, die Juden kehrten zurück ins Land der Väter. Der Jesus sagte, dass Massenkriege kommen würden. Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich. Das ist nicht einfach so ein Krieg, sagen wir zwischen Deutschland und Frankreich. Sondern Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich. Und er sagt, ihr werdet von Kriegen hören und von Kriegsgerüchten. Von Kriegen hört man in der Nähe, Kriegsgerüchten, wenn es ganz weit weg ist. Das weist hin, das wird auch werden ganz ausgedehnte Kriege sein. Und 1914 brach der Erste Weltkrieg aus. So etwas hat es noch nie gegeben in der Weltgeschichte. Darum war das der Erste Weltkrieg. Nicht wahr? Man hätte sich fragen können, ja, wie können Kriege Endzeitzeichen sein? Kriege gab es schon immer. Nicht wahr? Ja, natürlich. Aber wenn der Herr sagt, das wird ein Endzeitzeichen sein, dann muss es etwas ganz Besonderes bedeuten. Ja, es bedeutete der Erste Weltkrieg. Aber dabei sollte es nicht bleiben, denn es sind ja Wehen, die wiederkehren und schlimmer werden. Ja, Erster Weltkrieg 1914 bis 1918 mit 17 Millionen Toten. Und ein paar Jahre später wiederholt sich das Phänomen eines Weltkrieges, das es früher noch nie gegeben hatte. Ein Krieg, der alle 5 Kontinente betrifft. Der Zweite Weltkrieg 1939 bis 1945 mit 50 bis 70 Millionen Toten. Jetzt lese ich den Text, Matthäus 24, 6. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsnachrichten hören. Passt auf, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Das Ende, werden Sie sehen, das sind die letzten 3,5 Jahre. Der letzte Weltkrieg, der schrecklichste, wird unmittelbar vor der Wiederkunft des Herrn Jesus stattfinden. Und darum sagt der Herr hier, wenn das kommt, das ist noch nicht das Ende. Es ist zwar schon Endzeit, aber es ist noch nicht das Ende der Endzeit. Versteht man das? Ja. Und der Jesus sagt, aber es ist noch nicht das Ende, denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich.
Eben, er sagt, ihr hört von Kriegen. In der Schweiz zum Beispiel konnte man hören von dem, was geschah in Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich. Ja? Die Schweiz war gerade eine kleine Insel. Aber dann hörte man auch von dem, was in Afrika geschah und in Asien. Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich. Und hier in dem Schema sieht man, die Endzeit beginnt ab 1882, aber das Ende, das ist die sogenannte große Drangsal von 3,5 Jahren, unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu als herrschender Messias. Jetzt schauen Sie sich mal diese Karte an. Farbig sind hier eingetragen, grün und orange, alle Länder, die von dem Ersten Weltkrieg betroffen waren. Nur die grauen Bereiche sind ausgeschlossen. Sieht man die Schweiz? Inmitten von Europa. Und Grönland, ist auch nicht sehr bewohnt, ja. Argentinien, Mexiko waren auch ausgenommen. Aber im Zweiten Weltkrieg sieht es so aus. Noch mehr Länder. Es gibt nicht mehr viel Grau, aber die Schweiz ist auch grau. Reine Gnade Gottes. Verdient hatten wir das nicht. Aber schauen Sie jetzt. Auf diesem Schema der Endzeit trage ich jetzt das ein, Erster Weltkrieg und Zweiter Weltkrieg. Aber wirklich, man muss sich vorstellen, die Juden begannen zurückzukehren ins Land der Väter und ein paar Jahre später kommt der Erste Weltkrieg. Das ist schon eindrücklich. Und die fahren weiter zu kommen und dann kommt der Zweite Weltkrieg. Nun, in Lukas 21,9 sagt der Herr Jesus, erschreckt nicht, denn dies muss zuvor geschehen, aber das Ende ist nicht sogleich. Die Drangsalzeit, die kommt nicht sogleich, ja? Alles der Anfang der Geburtswehen. Und nun spielen diese ersten 40 Jahre eine sehr spezielle Rolle. Jetzt schauen wir uns nur das Fenster an. Massenkriege, jawohl. In diesem Fenster 1882 bis 1922 haben wir den Ersten Weltkrieg. Aber dann sagt der Herr Jesus, Revolutionen werden stattfinden. In Lukas 21,9, wenn ihr aber von Kriegen und Revolutionen, griechisch akatastasiai, hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss zuvor geschehen, aber das Ende ist nicht sogleich. Markus 13, Vers 8, und es werden Hungersnöte und Unruhen, Tarachai auf Griechisch, sein. Dies sind die Anfänge der Geburtswehen. Auch da hätte man früher sagen können, Revolutionen, ein Endzeitzeichen. Revolution hat es doch immer wieder gegeben, in der ganzen Geschichte. Ja, zum Beispiel, ja, Französische Revolution, 1789, ja. Und dann in England die The Glorious Revolution, ja. Gut. Und jetzt sagt der Herr Jesus, Revolutionen, ein Endzeitzeichen. Das muss also irgendwie etwas Besonderes bedeuten. Jawohl, in diesem Zeitfenster haben wir diese 11 Revolutionen. Die philippinische Revolution, die konstitutionelle Revolution im Iran, die russische Revolution 1905, wo der Zar fast gestürzt worden wäre. Und dann die jungtürkische Revolution im Osmanischen Reich, die mexikanische Revolution ab 1910 und in den folgenden Jahren. Furchtbar. Die chinesische Revolution, die Xinghai-Revolution 1911-12. Die arabische Revolte, die Februarrevolution in Russland 1917. Das war eine bürgerliche Revolution und dann kam Lenin und der hat daraus eine kommunistische Revolution gemacht. Die Oktoberrevolution in Russland 1917, die dann zur Sowjetunion führte. Novemberrevolution in Deutschland, die Astern-Revolution in Ungarn. Aber das geht so weiter. Nicht wahr? Die Wehen müssen ja weitergehen. Hier haben Sie mal eine Liste bis 26 Revolutionen, hier bis 36 und hier bis 40. Aber es kommt noch dazu, ich kann Ihnen eine Liste zeigen und in meinem Buch ist das alles ausführlich und auch mit Quellen belegt über Endzeit. Da ist es so, gebe ich Ihnen die Quellen an, es gab über 335 Revolutionen von 1882 bis 2018. Es ist so klar, nicht wahr?
Ja, also für das Zeitfenster trage ich ein 11 Revolutionen und Aufstände bis 1922. Nun, der Jesus sagt drittens Hungersnöte. Matthäus 24,7, und es werden Hungersnöte sein an verschiedenen Orten. Das 20. Jahrhundert hat man bezeichnet als das Jahrhundert der Hungersnöte. Hunderte von Millionen Menschen haben chronischen Hunger gelitten. Chronisch heißt immer zu wenig. Akuten Hunger, das bedeutet, dass man wirklich gar nichts mehr zu essen hat. Beides kennen wir aus dem 20. Jahrhundert. Die Weltbevölkerung wuchs von 1900 mit 1,6 Milliarden auf 2000 mit 6,5 Milliarden. Diese Bevölkerungsexplosion erklärt auch diese Explosion von Welthunger. Und wir haben uns im 20. Jahrhundert, ich weiß noch, als Jugendlicher, als Kind, hat sich daran gewöhnt, jedes Jahr 8 Millionen sterben an Hunger. Einfach so 8 Millionen. Schrecklich. Ein furchtbares Weh über diese Welt. Nun, in unserem Zeitfenster gab es eine ganze Serie von schrecklichen Hungersnöten mit Millionen von Toten in China, Russland, im Libanon, in Indien und in Afrika. Ich habe das zusammengerechnet mit über 26 Millionen Toten. Und darum können wir hier das Schema vervollständigen. 9 Hungersnöte in dem Zeitfenster von 40 Jahren. Anfang der Wehen. Ja, jetzt kommen noch Seuchen dazu. Matthäus 24,7, es werden Hungersnöte und Seuchen sein an verschiedenen Orten. Nun, in unserem Zeitfenster gab es die russische Grippe, dann die dritte Pestpandemie, die sechste Choleraepidemie, die russische Typhusepidemie und dann am Ende des Ersten Weltkrieges und darüber hinaus die spanische Grippe mit 50 bis 100 Millionen Toten. Unglaublich. Und besonders die Leute, die noch körperlich nach dem Krieg stark waren, die waren die Gefährdeten. Weil diese Grippe hat speziell die ein starkes Abwehrsystem hatten, die hat sie getötet. Mit den Geschwächten war was anders. Also das ist ein bisschen komisch, ja? Aber das ist die spanische Grippe. Darum wird es auch so gefürchtet, dass so etwas wiederkommen könnte. Also, wir haben in unserem Zeitfenster 5 schwere Seuchen. Aber ich könnte weitergehen im 20. Jahrhundert mit der asiatischen Grippe, mit der Hongkong-Grippe, mit der russischen Grippe. Das Problem von AIDS. Und die Pockenkrankheit, die etwa 300 Millionen bis 500 Millionen Todesopfer gekostet hat im 20. Jahrhundert. Und da können wir weiterfahren mit vielen anderen schrecklichen Seuchen. Mit Abermillionen von Toten. Fünftens, Erdbeben. Matthäus 24,7, und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben an verschiedenen Orten. Nun, in unserem Zeitfenster haben wir eine ganze Serie von schrecklichen Erdbeben. Das beginnt im Osmanischen Reich 1883. Und Sie müssen wissen, damals war ja Palästina das Land, das man so nannte, als die Juden begannen zurückzukehren, gehörte zum Osmanischen Reich. 1882 kamen sie und dann 1883 dieses Erdbeben mit 15.000 Toten. Aber dann kommt Iran, nochmals Iran, Japan, Indien, Messina, Sizilien, Kalabrien, 72.000 Tote. Italien nochmals 1915 mit 30.000 Toten und China 1920 mit 200.000 Toten. Über die Verletzten spreche ich gar nicht, die sind noch mehr. Aber man kann sagen, im 20. Jahrhundert gab es mehr als 2,3 Millionen Tote infolge von Erdbeben in ca. 140 schweren Erdbeben. In Lukas 21,11 sagt der Herr Jesus, und es werden große Erdbeben sein an verschiedenen Orten. Eine furchtbare Liste. Ich möchte nur noch speziell erwähnen, 1948, Turkmenien, 100.000 Tote. Und dann China 1976,
Ich glaube, die meisten erinnern sich noch. 800.000 Tote. China hat das damals versucht runterzudrücken. Heute wissen wir das. Das war wahrscheinlich das schlimmste Erdbeben von je, bis heute. Und dann Iran 1990 mit 50.000 Toten. Pakistan 2005, 90.000 Tote. Mag man sich noch erinnern? Man vergisst so schnell. Wir waren doch alle schockiert. Und dann Haiti 2010. Über 300.000 Tote. Und jetzt sehen Sie, Haiti für sich ist kein Endzeitzeichen. Wenn jemand damals sagte, ja seht ihr aber, Haiti, das ist, jetzt ist Endzeit. Sowas reicht nicht. Aber alles zusammen, das gibt die Beweiskraft. Ein Krieg für sich, das sagt überhaupt nichts aus. Aber in dieser Kombination, und das ist jetzt das Eindrückliche, in diesem Zeitfenster haben wir alle fünf Zeichen. Acht schwere Erdbeben. Das sollte der Anfang der Wehen sein. Und dann Christenverfolgung. Das sind unsere Prophezeiungen 6, 7, 8. Christenverfolgungen, Tod, Hass. Der Jesus sagt in Matthäus 24, 9, dann werden sie euch in Drangsal überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Die größte Anzahl christlicher Märtyrer wurde im 20. Jahrhundert ermordet. Und eben ganz besonders durch die Kommunisten ab 1917. Und dann die ganze Zeit der Sowjetunion hindurch. 1922, Gründung der Sowjetunion. Und das erklärte Staatsziel, die Vernichtung des Christentums mit Millionen von Toten. Es reichte, wenn man sich als Christ bekannte. Man musste gar nicht ein echter Christ sein. Sie kamen in Arbeitslager, Gefängnisse, es gab Massenerschießungen, sie kamen in psychiatrische Anstalten, weil an Gott glauben ist eine psychische Krankheit. Spott und Hohn für die Kinder in der Schule. Benachteiligung in der beruflichen Entwicklung. So haben die Christen gelitten, jahrzehntelang. Und die Welt hat sich nicht darum geschert. Wo war die UNO? Wo war Westeuropa in dieser Zeit? Ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Es waren ja nur Christen, in Anführungsstrichen. Und jetzt sehen wir, nach diesen fünf Zeichen, dann werden sie euch in Drangsal überliefern und euch töten. Aber natürlich, das geht alles weiter. Nach der Statistik von Open Doors werden etwa 100 Millionen Christen verfolgt in ca. 25 Ländern heute. Mit Misshandlung, Gefängnis, Toten und Unterdrückung. Und so geht dieses Endzeitzeichen weiter. Und zwar ganz besonders durch die islamische Welt. Nicht mehr so, im Moment nicht mehr so stark durch Kommunismus, sondern durch die islamische Welt. Neuntens, Abfall von Gott durch Zwang. Der Jesus sagt, sie werden euch überliefern. Und dann sagt er Matthäus 24, 10, und dann werden viele abfallen. Also, das sollte zu einem Massenabfall kommen. Und es ist so, Millionen von Menschen geben den christlichen Glauben, das christliche Bekenntnis auf, weil die Kommunisten in der Sowjetunion und in Osteuropa die Menschen durch systematische Umerziehung zum Atheismus zwingen. Abfall bedeutet nicht einfach echte Gläubige, die vom Glauben abfallen, sondern das bedeutet auch alle, die sich einfach zum christlichen Glauben bekennen und davon weggehen. Und das war ein Massenabfall von Millionen, so wie der Herr das gesagt hatte. Und dann, wir können das Schema hier vervollständigen, dann. Das ist genau so in Erfüllung gegangen in der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Punkt 10, denunzieren. Matthäus 24, 10, und dann werden viele abfallen und werden einander überliefern und einander hassen. Die Geheimdienste im Osten, KGB, Securitate, Stasi und so weiter,
die haben sich entschieden, wir arbeiten mit der Bevölkerung zusammen. Die Bevölkerung soll für uns arbeiten. Die sollen sich gegenseitig bespitzeln und denunzieren. Und so konnte man überhaupt nicht mehr wissen, ob der freundliche Nachbar, der immer so grüßt am Morgen, ob der nicht mit KGB zusammenarbeitet oder nicht. Man konnte keinem trauen. Auch auf der Arbeit nicht. Und so ist es geschehen. So sind sie massenweise überliefert worden durch Denunzierung. Elftens. Und dann werden viele abfallen, werden einander überliefern und einander hassen. Die Glieder der kommunistischen Gesellschaft sollten einander hinterhältig verraten und überliefern. Dieses Vorgehen zerstörte das normale zwischenmenschliche Vertrauen über die Jahre und Jahrzehnte hinweg. Die russische Seele, das ist eine besondere Tiefe. Und das kommt ja auch sehr stark in der Musik zum Ausdruck, nicht wahr? Die russische romantische Musik des 19. Jahrhunderts, was Sie vorhin gehört haben, war ganz stark von dorther inspiriert. So richtig jüdisch-russisch war das. Und eine Gefühlstiefe, aber die kommunistische Gesellschaft hat diese Gefühlstiefe Russlands kaputt gemacht. Wenn man sich anschaut, wie viele Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion, wie die heute sind und wie das einmal war, geht man auf die Ämter, irgendwo am Schalter. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich denen einfach glauben kann. Bei uns ist das irgendwie noch anders. Da gehe ich auf das Gemeindeamt und frage etwas und ich denke nicht, die lügen mich jetzt an. Ja? Sondern ich gehe erfahrungsgemäß davon aus, die sagen mir die Wahrheit. Aber dort wird man von einem Schalter zum anderen geschickt und man weiß nicht, vielleicht stimmt's, vielleicht stimmt's auch nicht. Irgendwie, man kann nicht vertrauen. Da ist so viel kaputt gemacht worden. Und die Menschen haben begonnen, sich so gegenseitig in der Gesellschaft zu hassen. Und noch schlimmer, 12. Verfolgung durch Familienangehörige. Markus 13, 12 sagt der Herr, der Bruder wird den Bruder zum Tod überliefern und der Vater das Kind. Und Kinder werden sich erheben wider die Eltern und sie zu Tode bringen. Die Geheimdienste drangen bis in die Intimsphäre der Familien hinein und scheuten nicht davor zurück, Familienbande zu zerstören. Und auch das ist geschehen in der Sowjetunion, dass innerhalb der Familie überliefert wurde, denunziert wurde. Unglaublich. Nun, jetzt haben wir gesehen, dieser erzwungene Abfall der Kommunisten im Osten. Aber, jetzt mache ich einen kleinen Exkurs. 2. Thessalonicher Brief spricht über einen endzeitlichen Abfall, bevor der Antichrist kommen wird. Und das sollte ein freiwilliger Abfall sein, nicht erzwungen. Davon lesen Sie in 2. Timotheus 3, 4, 2. Petrus 2 und 3 und im Judasbrief. Heute Nachmittag, wo es dann um das Thema geht, ganz praktisch, Glaubenskampf in der Endzeit. Da behandeln wir 2. Timotheus 3, 2. Petrus 3 und den Judasbrief. Dieser freiwillige Abfall ist so gegangen. Im 20. Jahrhundert wird die Evolutionslehre von den Massen akzeptiert. Dass das Leben einfach so entstanden sei und sich entwickelt habe, es brauche keinen Schöpfergott. Die liberale Theologie verwirft alle Grundlagen des Christentums. Wenn man hier in Bern an der Uni studiert, Theologie, muss man sich im Klaren sein, da wird einem der Glauben systematisch zerstört. Die Bibel sei nicht Gottes Wort, Gottes unfehlbares Wort. Oder gehen Sie nach Zürich, das Gleiche. Gehen Sie nach Basel, dasselbe. Gehen Sie nach Deutschland, dasselbe. Die liberale Theologie verwirft alle Grundlagen des Christentums. Das ging bis hin zur Gott-ist-tot-Theologie von Professor Bultmann, der Pfarrer und Pfarrerin ausgebildet hat. Und dann mit der 68er-Bewegung, da haben Millionen von Menschen hier im Westen den christlichen Glauben aufgegeben. Freiwillig. Die wurden nicht gezwungen. Das Abendland, haben wir gesehen, hat sich in den vergangenen 60 Jahren
vom Christentum abgewandt. So etwas hat man in der ganzen Kirchengeschichte noch nie gesehen, von 2000 Jahren. Das Christentum hat sich immer ausgebreitet. Aber wenn es zurückgedrängt wurde, dann nur durch Verfolgung. Aber nie hat man erlebt, dass das Christentum freiwillig zurückgegangen wäre. Nur in unserer Zeit, das ist dieser Abfall von 2. Thessalonicher, der kommen sollte, bevor der Antichrist kommen würde. 2. Thessalonicher 2, Vers 3. Denn dieser Tag, gemeint ist der Tag der Wiederkunft des herrschenden Messias, nicht die Entrückung. Dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme. Abfall bedeutet, einmal hat ein Kurde mich in einem öffentlichen Vortrag gefragt, bedeutet Abfall Müll? Da habe ich gesagt, nein, das bedeutet sich wegwenden von Gott, aber natürlich ist das auch Müll. So, jetzt gehen wir zurück zu Matthäus 24. Jetzt haben wir gesehen, im 20. Jahrhundert der erzwungene Abfall im Osten, der freiwillige Abfall im Westen. 13. Punkt, falsche Propheten. Der Jesus sagt in Matthäus 24, 11, und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Nun, im 20. Jahrhundert gab es drei Wellen von neuer Prophetie. So etwas hat man in der ganzen Kirchengeschichte nie gesehen. Natürlich gab es immer wieder mal so Seher und Visionäre, die aufgetreten sind, aber eine Massenbewegung von Prophetie, von Neuprophetie, nie gegeben. Und es begann 1901 in Kansas in der Topeka-Bibelschule. Plötzlich begannen die Studenten in Zungen zu reden. Und es gab neue Prophetie. Und das hat sich dann ausgebreitet in Amerika und kam rüber nach Europa. Daraus entstand die Pfingstbewegung. Aber man muss sich im Klaren sein, von Anfang an war Falschprophetie ein Kennzeichen. Also aus den ersten Jahren hieß es, dass quasi der Herr so spricht, in 2 Jahren wird Jesus Christus wiederkommen. Als Neuoffenbarung, ja? Er kam nicht. Oder eine andere Prophetie, noch diesen Winter. Und er kam nicht. Nun muss man sich im Klaren sein, die Bibel sagt in 5. Mose 18, ein Prophet, der einmal etwas Falsches verkündigt, ist ein falscher Prophet. Und das hat sich so fortgesetzt, durch das 20. Jahrhundert bis heute hinein. Ab 1960 kam die sogenannte charismatische Bewegung und da auch eine Fülle von Falschpropheten. Ab den 1980er Jahren die sogenannte dritte Welle mit Prophetie von führenden Leuten, weltweit bekannten Leuten. Die haben gesagt, im Jahr 2000 wird die größte Erweckung aller Zeiten kommen, über Europa und über Amerika. Nun, 2018 können wir zurückschauen und sagen, das stimmt nicht. Das waren alles falsche Propheten. Aber die wurden nicht abgesetzt, diese Leute. Die konnten weiterfahren. Und heute ist es so, Millionen von Christen sagen, ich habe einen Eindruck gehabt, eine Vision, eine Botschaft, eine neue Zungenbotschaft bekommen. Das hat es noch nie gegeben in der Kirchengeschichte. Das ist ein neues Phänomen. Aber der Herr hat es vorausgesagt. In der Endzeit werden viele, nicht ein paar, er sagt nicht, werden falsche Propheten kommen. Viele falsche Propheten. Merkt man, jedes Wort hat seine Bedeutung. Nun, Punkt 14, viele werden verführt. Nicht wahr? Es könnte ja sein, dass der Herr sagt, viele falsche Propheten werden aufstehen und keiner hört auf sie. Ja, so ganz in der Art von Brecht. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ja, stell dir vor, es kommen viele falsche Propheten und keiner kümmert sich darum. Nein, aber der Herr sagt, werden viele verführen. Und heute ist es so, dass etwa 600 Millionen Christen und auch echte Christen, die wirklich ihr Leben Jesus Christus übergeben haben,
dass die denken, dass, ja, das ist wahrscheinlich schon richtig. Oder auch mit Überzeugung, das ist richtig. Nun, das ist sehr schmerzhaft. Denn wir sind ja alle im gleichen Boot. Wir sind alle damit konfrontiert. Niemand kann mit dem Finger auf den anderen zeigen. Aber der Herr hat es vorausgesagt. Wenn viele verführen, und übrigens, verführen heißt noch nicht, dass jemand verloren geht. Ein echtes Kind Gottes geht nicht verloren, aber man kann verwirrt werden. Und dann 15. falsche Messias. Der Jesus sagt in Vers 24, in Matthäus 24, denn es werden falsche Messias und falsche Propheten aufstehen. Falsche Messias. Nun, ich erwähne hier eine Reihe. Viele Namen sind gar nicht mehr bekannt. Wer kennt noch Oskar Ernst Bernhard alias Abdru Schien? Das war 1875 bis 1941. Er sagte, er sei der wahre Christus. Oder der Jiddu Krishnamurti, der ab 1910 sagte, er sei der wiedergekommene Messias. Aber Sie sehen, genau in der richtigen Zeit kamen die. Oder George Baker alias Father Divine, er betrachtete sich als die zweite Inkarnation Gottes. Oder Maharishi Mahesh Yogi, die Beatles haben das veranlasst, dass der nach Europa kam und Millionen von Jugendlichen als ein falscher Heilsbringer verführt hat. Oder Moon, die Moon-Sekte, nicht wahr? Sun Myung Moon betrachtete sich als Sohn Gottes und als Messias. Er hat unzählige Menschen verführt. Dann könnte man weiterfahren mit Bhagwan Sri Rinesh, Guru Maharaji, David Koresh, Swami Omkarananda, Jim Jones, wer erinnert sich nicht an diesen Massenmord im Dschungel von Guyana? Marshall Applewhite mit seiner UFO-Sekte, auch wieder mit Massenselbstmord verbunden, Charles Manson und im Judentum Rabbi Menachem Mendel Schneerson, den kennen wir. Und natürlich noch mehr, das nur so beispielshaft. 16. Punkt, Zeichen und Wunder. In Matthäus 24, Vers 24 sagt der Herr, denn es werden falsche Messias und falsche Propheten aufstehen. Das haben wir schon gesehen. Und jetzt sagt er, und werden große Zeichen und Wunder tun. Um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Diese spektakulären Heilungsveranstaltungen, wie man sie im 20. Jahrhundert und auch im 21. Jahrhundert gesehen hat, haben wir in der ganzen Kirchengeschichte noch nie gesehen. Völlig neu. Und der Herr sagt, in dieser Endzeit, wenn die Juden heimkehren, dann werden große Zeichen und Wunder geschehen. Er sagt nicht, die tun so, als ob. Die werden auch vorausgesagt, die so tun, als ob. Aber da muss man 2. Timotheus 3 heute Nachmittag studieren. Aber hier steht, sie werden es tun. Richtige Zeichen, die so ähnlich sind den biblischen Zeichen des Herrn Jesus und der Apostel und der, die in der ersten Generation durch sie zum Glauben kamen, so ähnlich, dass wahre Gläubige in der Gefahr sind, da mitgerissen zu werden. Die Auserwählten, das sind die echten Gläubigen. Das sind die Menschen, die ganz bewusst ihre Schuld Jesus Christus im Gebet bekannt haben und ihm gedankt haben für seinen Kreuzestod. Die haben Vergebung, aber die Auserwählten sind auch in der Gefahr, mitgerissen zu werden. Und ich meine, wenn so irgendein Guru kommt und Wunder tut, das sieht ein Gläubiger von 1000 Kilometern, dass das ein Lug und ein Trug ist, ja? Eine Verführung. Aber der Herr sagt, da kommen solche, die sind für die Gläubigen echt eine Gefahr. Das Original wird so täuschend echt nachgemacht. Wenn man denkt, auch an diesen Toronto-Segen, der weltweit 50.000 Kirchen erreicht hatte, wo die Leute nach hinten umkippen. Übernatürlich. Nicht alle, aber viele. Ein Schlag nach hinten. Nun, in der Bibel sehen wir nie, dass Gott Menschen, die ihm nachfolgen, auf den Rücken fallen lässt. Die fallen freiwillig
auf ihr Angesicht vor Gott. Aber das kennt man auch aus den afrikanischen Stammesreligionen, diese Phänomene. Und das ist immer ein Phänomen von bösen Geistern. Also wie gesagt, das ist der Heilige Geist, der jetzt eine ganz neue Erweckung bewirkt hat, eine neue Ausgießung. Und darum dieser Toronto-Segen. Millionen reden in Zungen, aber sie verstehen kein Wort von dem, was sie sagen. Die Zungenredner in der Bibel, die haben die Sprache beherrscht. Zum Beispiel Arabisch oder welche Sprachen auch erwähnt werden in Apostelgeschichte 2, die verstanden wurden von den Auslandjuden mit Auslandhintergrund. Wirkliche Sprachen, die sie beherrscht haben, ohne sie gelernt zu haben. Aber die reden etwas und die wissen nicht, was sie sagen. Aber Millionen, das hat noch nie gegeben seit dem 2. Jahrhundert bis heute in der Kirchengeschichte. Nun, der Jesus sagt in Matthäus 7, 22, viele werden an jedem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt, prophezeit, und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan. Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Jetzt muss man natürlich nicht mir den Vorwurf machen, ich hätte gesagt, eben all diese echten Gläubigen, die gedacht haben, diese Bewegung, das ist richtig, das seien jetzt diese. Nein, wer sich wirklich bekehrt hat, wiedergeboren ist, wir werden alle zusammen die Ewigkeit verbringen. Aber wir gehen durch eine ganz gefährliche Endzeit. Und der Herr sagt, viele werden einmal sagen, wir haben geweissagt, Dämonen ausgetrieben, Wunderwerke getan. Und der Herr sagt, ihr wart nie mein Eigentum. Immer auf der falschen Seite gewesen. Nicht wahr? Wir können uns täuschen. Und da sehen wir das Problem, vor allem der Führer in dieser Bewegung. Dort ist das besondere Problem. Nicht wahr? Es gibt so viele Menschen, die haben nie etwas anderes gehört. Und haben gedacht, ja, das ist wahrscheinlich schon richtig. Und ich bin da zum Glauben gekommen und die haben mir das so beigebracht. Aber nein, es entspricht nicht dem, was das Wort Gottes sagt. Und ich habe es aber auch schon ganz eindrücklich erlebt. In Buenos Aires. Ich habe einen Vortrag gehalten über das gleiche Thema. Matthäus 24. Und da war ein junger Mann da, so ein Indianertyp, ein richtiger Indianer, und der hatte seinen Vater eingeladen. Und der war Prediger, Pastor einer charismatischen Kirche. Und hatte so Angst gehabt, wenn sein Vater während des Vortrags hinausgehen würde, ist ja auch nicht so schlimm. Aber er hatte so Angst gehabt, ja, und hat mir das gesagt. Und dann war dieser Vortrag und wir haben eben darüber gesprochen, über diese Zeichen und Wunder in der Endzeit und so weiter. Und erst später erfahre ich, also es war dann so im Nachhinein, dieser Vater ging am nächsten Sonntag auf die Kanzel und sagte der Gemeinde, wir sind keine charismatische Gemeinde mehr. Und wer weiter Zungen reden will, der kann das quasi da nicht mehr tun. Und der hat das Schild an der Kirche geändert. Das gibt's ja nicht. Nicht wahr? Wie ist das bei uns? Da kann man diskutieren und diskutieren und man kommt zu keinem Ende. Und es ist auch eben ganz wichtig, dass man nicht streitet. Also das bringt gar nichts. Und davor werden wir gewarnt in 2. Timotheus 3. Ein Knecht des Herrn soll nicht streiten. Nein, aber miteinander sprechen. Und ich habe das auch schon erlebt in Brasilien. Da hatte ich auch über dasselbe Thema mal gesprochen, in Águas de Lindóia. Und dann kam eine ganze Gruppe Brasilianer. Und das waren Charismatiker. Und die sind nicht gekommen, um zu streiten. Die haben mir ganz konkret kritische Fragen gestellt. Ich habe versucht, Antwort zu geben. Und dann gingen die. Und dann hat mir ein Missionar gesagt, weißt du, hier in Brasilien, die meisten sind Charismatiker, nicht wahr? Aber die haben nie etwas anderes gehört.
Und bei euch in Europa gibt es viele, die haben sich einmal bewusst für diesen Weg entschieden. Aber hier ist das so. Und darum, die kommen und die wollen einfach wissen, was sagt die Bibel dazu? Und die fragen und dann gehen die und überlegen sich. Stimmt das oder stimmt das nicht? Und so wäre das auch wichtig, dass wir diese Dinge anschauen. Man muss darüber nachdenken, darüber beten. Stimmt das oder stimmt das nicht? Und der Herr wird es einem zeigen. Ja, wir sind nicht blindem Schicksal anvertraut, auch in dieser Zeit des Endes und der Verführung nicht. 17. Punkt, Sturmfluten, Tsunamis. Der Jesus sagt in Lukas 21, 25, auf der Erde Bedrängnis der Nationen, in Ratlosigkeit bei brausendem Meer und Sturmfluten. Die Menschen fürchten sich vor den Sturmfluten. Nun, wir mögen uns alle erinnern an Weihnachten 2004. Dieser schreckliche Tsunami, der Indien, Sri Lanka, Malediven, Indonesien und Thailand betroffen hatte. Mit etwa 230.000 Toten. Wirklich schrecklich. Und einfach das Meer kam. Aber das war nicht einfach so isoliert. In dem genannten Buch gebe ich eine Liste von schrecklichen Tsunamis in dieser ganzen Epoche der Endzeit. Ich erwähne hier beispielsweise Java Sumatra 1883, ein Tsunami mit 36.000 Toten. Japan 1896, 26.000 Tote. Und ich hatte ja schon erwähnt, das Erdbeben 1908 in Messina, Sizilien und Kalabrien. 72.000 Tote. Das war aber verbunden mit einem Tsunami in Europa. Und wer erinnert sich nicht an USA 2005, diese Sturmfluten durch den Hurricane Katrina. New Orleans wurde überflutet. Und schon bald danach kam dieser schreckliche Ritter in Texas. 6 Meter hohe Sturmfluten. Millionen Menschen waren in Angst und Panik auf der Flucht. Die US-Autobahnen, die waren hoffnungslos verstopft. Die Leute rannten mit dem Auto, ja, weg. Und dann kam diese Wilma über Mexiko, Kuba, Florida. Das war damals der stärkste Sturm im Atlantik, der je gemessen worden ist. Aber das sind nur Beispiele, um zu sagen, ja, das gehört zusammen. Aber sieht man, das Wichtige ist die Verknüpfung all dieser Zeichen. Und insgesamt diese 180 Zeichen. Ich glaube, wenn einer sagen könnte, ja, 3 sieht man dann im 12. Jahrhundert, 5 im 16. Jahrhundert und 6 im 19. Jahrhundert. Das ist nichts. Aber die Verknüpfung von all diesen 180, das macht es aus. Das gibt Beweiskraft, dass wir in der Endzeit leben. 18, Terrorismus. In Lukas 21, 11 sagt der Herr Jesus, und es werden große Erdbeben sein an verschiedenen Orten. Und Hungersnöte und Seuchen, auch Schrecknisse wird es geben. Eigenartig, das Wort Schrecknisse. Auf Griechisch heißt das Phobetra. Wir kennen das verwandte Wort Phobie. Schreckliche Angst. Phobetra bedeutet schreckliche Ereignisse. Ganz allgemein. Aber dann auch Schreckmittel, also das, was Schrecken verbreitet, dem würden wir heute sagen Terror oder Terrorismus. Terror ist ja auch nur ein lateinisches Wort, das einfach Schrecken heißt. Nun, der internationale Terrorismus und dann auch der islamische Terrorismus, das sind Kinder des 20. Jahrhunderts. Und wir haben gesehen 4 Phasen und es wurde immer schlimmer. Erste Phase seit 1920, dann ab 1948, Gründung des Staates Israel, eine Intensivierung, unglaublich, ab 1967, das war nach dem Sechstagekrieg, als Rache. Und dann 2001, 11. September. Und es gibt diesen internationalen Krieg gegen Terrorismus und Sie wissen, das löst das Problem auch nicht.
Ein schreckliches Weh. Es tut weh. Vielleicht kann man sagen, ja gut, ich war nie betroffen. Ja. Aber wir sind von genug anderen Dingen sind wir direkt betroffen, nicht wahr? Auch in der Familie. Nun, das Wort kann ja auch bedeuten Schreckensereignisse. Und der Herr erwähnt Schreckensereignisse wie Hungersnöte, Tsunamis, Erdbeben. Aber wir können da eben subsumieren, alle diese Schreckensereignisse wie Überschwemmungen, Hitzekatastrophen, Waldbrände, Hochwasser, Ölpestkatastrophen, Vulkanausbrüche, Atomreaktorunglücke und so weiter. Und jetzt, diese Grafik, die stammt von der UNO. Die UNO ist ja nicht bekannt, dass sie der Bibel besonders recht geben möchte. Schauen Sie mal, hier von 1900 bis 2000, da, 1900 bis 2000, da werden die Schreckensereignisse aufgelistet. Das, also ein Wehenschreiber, so, also das wäre ja Horror, nicht wahr? Aber so ist das. Ich meine, wer kann da noch was dagegen sagen? Es ist so klar, ein Endzeitzeichen, diese Schreckensereignisse. 20. Punkt, Gesetzlosigkeit, moralischer Zerfall. In Matthäus 24, 12 sagt der Herr Jesus, und wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit, griechisch Anomia, wird die Liebe der vielen erkalten. Anomia bedeutet weiter Verachtung von Recht, verbindlichem Maßstab und Ordnung. Und wenn man denkt, was geschehen ist seit 1968, als die Linken lange vorbereitet durch Denker, durch Philosophen diese 68er Bewegung ausgelöst hatten, das war ein Dammbruch moralisch. Ab da wurde Unmoral, Konkubinat, Partnerwechsel, Ehebruch, Homosexualität, Pornografie wurden als normal hingestellt. Und diese steigende Gewaltbereitschaft, die damit verbunden ist, und dann diese Forderung nach Abtreibung als Recht, heute spricht man sogar, das sollte man als Menschenrecht festschreiben, unglaublich. Diese Gottlosigkeit und dann dieser Okkultismus, der ab den 68er Jahren begonnen hat, sich so massiv auszubreiten und auch der Drogenmissbrauch. Das sind alles Kinder der 68er Bewegung. Diese steigende Kriminalität und heute gemäß WHO werden jährlich mehr als 40 Millionen Abtreibungen durchgeführt. In der Schweiz offiziell 10.000. Und dann gibt es Politiker, die sagen, es hat sich bei uns so jetzt stabilisiert bei etwa 10.000. Wie bitte? Wenn man sagen würde, jedes Jahr wird in der Schweiz ein Dorf, eine kleine Stadt mit 10.000 Leuten bombardiert, es hat sich jetzt aber da so bei 10.000 stabilisiert. Was? Was sind das für Leute, die so etwas sagen können? Das ist ganz schrecklich. Und man muss sagen, seit den 68er Jahren bis heute hat es mehr als 1 Milliarde Abtreibungen gegeben. Und jedes Mal war das ein Mensch, der getötet wurde. So etwas hat es noch nie gegeben in der ganzen Menschheitsgeschichte. Und gerade die von der Political Correctness, das ist von links, die sagen, wir wollen eine gerechte Gesellschaft. Wir lieben Menschenrechte. Und das sind die, die sagen, wenn man das wieder zurück machen würde, dieses Recht auf Abtreibung, das wäre gegen die Menschenrechte. Ja, und jetzt hat man verstanden, was dahinter steckt. Wenn das Menschenrechte sind, dann ist alles auf den Kopf gedreht. Nun, der Herr Jesus hat das vorausgesagt. Wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit, der Anomia. Aber dann fügt er hinzu, wie die Liebe der vielen erkalten. Das ist Punkt 21. Und wir müssen uns im Klaren sein, all diese Dinge, die ich erwähnt habe, die haben unsere Gesellschaft kaputt und krank gemacht. In der Seelsorge wird man dann direkt damit konfrontiert. Und dann sieht man,
diese Versprechungen der Linken, eine freie Gesellschaft aufzubauen, eine Gesellschaft, die nicht mehr eben so verknorzt ist wie früher, die haben die Leute kaputt gemacht. Und jetzt soll man in der Seelsorge helfen und Mut machen und aufrichten. Und das ist ganz wichtig. Ja, die Gemeinde muss man sehen wie die Herberge im Gleichnis vom Samariter. Da werden Leute gesund gepflegt. Aber das hängt damit zusammen. Und all diese Dinge machen Gefühle in uns Menschen kaputt. Das heißt nicht, dass es dann nicht wieder auch Heilung geben kann, nicht wahr? Aber das hat dazu geführt, die Liebe der vielen erkaltet. Punkt 22, das Evangelium erreicht alle Nationen der Welt. Matthäus 24, 14. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, alle Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Jetzt ganz wichtig, im Griechischen steht hier für Nationen Ethnos. Luther übersetzt Völker. Aber es wäre besser zu übersetzen Nationen. Warum? Weil Ethnos bezeichnet die größte soziale Einheit. Kleiner ist die Ehe, dann die Familie, dann die Sippe, der Stamm, dann das Volk. Es gibt Indien, eine Nation mit vielen Völkern, Russland auch. Aber das alles ist eine Nation, Ethnos. Und der Jesus sagt hier, alle Nationen werden mit dem Evangelium erreicht werden. Und das ist heute eine Realität. Es gibt keine Nation mehr, die nicht erreicht wäre mit dem Evangelium. Leider nicht alle Stämme. Noch nicht. Wir müssen arbeiten. Aber es ist so, dass alle erreicht sind. Und dann sagt der Herr nicht, aber das Ende ist noch nicht da. Sondern, und dann wird das Ende kommen. Das ist schon interessant. Auch Markus 13, alle Nationen muss zuvor das Evangelium gepredigt werden. Ist geschehen. Und jetzt zum Schluss drei Schlussfolgerungen. Wir leben in der Endzeit. Wir können es wirklich beweisen. Nun, die Konsequenz, Jesus Christus kommt bald als Richter der Welt. Und die Frage ist, sind Sie bereit, dem Richter zu begegnen? Einmal werden alle Menschen vor dem Richter stehen. Zweitens, diese erfüllte Prophetie der Bibel ist einzigartig. Das gibt es in keiner Religion sonst. Und das zeigt, die Bibel ist Gottes Wort an uns. Die ist glaubwürdig. Und darum lohnt es sich, die Bibel regelmäßig zu lesen. Zum Beispiel ein Kapitel oder wenigstens ein halbes. Jeden Tag. Und Gott bitten, dass er durch das Wort zu Ihnen persönlich spricht. Und Sie werden das erleben. Es geht. Und drittens, ich muss zu Gott zurückkehren und mich mit ihm versöhnen lassen. Diese selbe Bibel sagt, wir müssen zurückkehren. Lasst euch versöhnen mit Gott. 2. Korinther 5, Vers 20. Das ist ein Befehl. Wir sollen Frieden haben mit Gott, noch bevor der Richter kommt. Und da ist es ganz wichtig, dass man versteht, Jesus starb für mich persönlich am Kreuz. 1. Johannes 1, Vers 9 verspricht, wenn wir unsere Sünden bekennen, im persönlichen Gebet, zu Hause oder wo wir sind, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und sehen Sie, wenn man das wirklich ernsthaft getan hat, dann muss man keine Angst haben vor dem Richter, sondern dann kann man einmal vor dem Richter stehen und wissen, der Richter ist mein Erlöser, der für meine Sünden stellvertretend das Gericht Gottes getragen hat. Und noch ganz kurz, ich habe erklärt, die große Drangsal, das ist der letzte kommende Weltkrieg. Noch in den Jahren davor wird der Antichrist auftreten, als der größte Verführer, der diesen Abfall, der voll im Gang ist, zum Höhepunkt bringen wird. Aber, und das ist ein Familiengeheimnis, im Oratorium der Messias von Händel. Im Rezitativ wird gesungen, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Und da kommt das Geheimnis der Entrückung. Und das ist ein Familiengeheimnis. Diejenigen, die
Jesus Christus angehören und ihr Leben ganz ihm übergeben haben, die werden noch vor dieser letzten Katastrophe bewahrt werden. Noch bevor der Antichrist kommt, werden sie gehen und entrückt werden. Das heißt also, das Ende steht eigentlich vor der Tür. Wir können nicht rechnen, aber wir können warten und bereit sein. Aber die Entrückung, die muss ja noch Jahre früher sein. Und die kann jeden Tag geschehen. Und darum, das Schönste für die Erlösten kommt noch. Aber das Ernste, nach diesem Ereignis der Entrückung können die Menschen, die die frohe Botschaft gehört haben, sich nicht mehr bekehren. Das sagt auch 2. Thessalonicher 2. Die werden verführt werden durch den Antichristen. Das Ende steht bevor, aber das Schönste noch näher. Jesus Christus könnte heute kommen für die Entrückung. Es muss nichts vorher noch erfüllt werden. Aber bis zu diesem Zeitpunkt ist es wichtig, dass wir all diese Hilfsmittel wahrnehmen, die die Bibel uns gibt. Und das ist das Thema von heute Nachmittag. Wie kann man als Christ in dieser Zeit bestehen? Und da gehen wir durch die genannten Kapitel, die über Endzeit Auskunft geben und uns informieren. Da gehen wir durch. Vielen Dank für die Geduld.